coming off here and losing the puck here. We can't do that. Sometimes there's some players will lose a puck, but you give them that little bit of leeway. They're a different player than maybe you are. Doesn't mean they're better. Maybe they're still better. So you have to realize who you are sometimes. You have to remember that. You got to make sure that you got to get pucks in. Especially tomorrow night. Wir haben heute die kleinen Dinge, Details im Spielaufbau trainiert. Außerdem legen wir Wert auf unser Überzahl- und Unterzahlspiel. Und zu guter Letzt das Spiel von hinten heraus, raus aus der eigenen Zone und ein solider Spielaufbau nach vorne. Das haben wir zwar gut gemacht in letzter Zeit, müssen aber immer weiter daran arbeiten. Meistens startet das Tore-Schießen außerhalb der Angriffszone. Deshalb trainieren wir die Szenen außerhalb des Angriffsdrittels, um in das Drittel zu kommen. Schwenningen ist ein gutes Team, die gefallen mir dieses Jahr. Die haben eine sehr gute Reihe, die sehr effektiv spielt, deren Powerplay ist sehr stark und Gotsch zum Beispiel hat einen guten Schlagschuss. Wir müssen aufpassen und keine dummen Strafzeiten kassieren. Ich habe zum Beispiel deren Spiel in Köln gesehen, wo sie 5:1 gewonnen haben. Die haben Talent und sind ein unangenehmer Gegner dieses Jahr. Deshalb müssen wir sicher gehen, dass wir bereit sind. Guten Morgen, Schwenninger Wild Wings. Es scheint ja immer einfach zu sein, aber wird es wohl nicht werden, ne? Nee, also vor allem der Saisonverlauf dieses Jahr hat gezeigt, dass wir keine leichten Spiele mehr haben einfach und ein Spiel wie jedes andere, wie als ob wir jetzt in den Derby gehen oder kurz vor den Playoffs, wir müssen da voll konzentriert morgen anfangen. Und wir haben uns eigentlich gut vorbereitet die Woche. Die Grundlagen sind gesetzt oder gelegt und jetzt schauen wir, dass wir uns morgen umsetzen. Ja, ich weiß auch nicht genau, woran es jetzt liegt. Wir lassen uns ein bisschen durch die Gegentore aus der Ruhe bringen, vor allem daheim. Und das kostet uns dann jetzt bis jetzt fast immer das Spiel. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir haben sehr viel mehr verdient, vor allem daheim. Aber die Liga ist sehr eng. Wenn wir jetzt zwei Heimspiele mehr gewonnen hätten, wären wir Erster. Aber wenn wir auswärts zwei verlieren, sind wir Letzter. Also das ist einfach unglaublich eng. Und wie gesagt, wir müssen jedes Spiel mit 100%iger Einstellung und Konzentration spielen, nicht nur daheim, sondern auch auswärts. Und die stimmt natürlich, die Einstellung hat ja auch gestimmt, man hat halt am Ende knapp verloren. Jetzt blicken wir dann gleich mal weiter zur Auswärtsstärke am Sonntag in Wolfsburg. Auch eine Mannschaft, die wieder gut dasteht, derzeit Tabellendritter. Was erwartet euch da? Ja, also ich denke mal, in Wolfsburg vor allem weiß man immer ziemlich gut, was einen erwartet. Eine unglaublich taktisch gut eingestellte Mannschaft, eine fitnessstarke Mannschaft und es ist immer ein sehr intensives Spiel, vor allem in Wolfsburg. Und es ist mehr Kampf als irgendwie einzelne Aktionen. Wir haben noch, ja, wir können uns leider gut daran erinnern, was letztes Jahr in den Playoffs war. Und ja, wie gesagt, da denke ich, müssen wir uns am wenigsten darauf vorbereiten, wissen uns einfach, was uns erwartet. Und der Freitag zählt jetzt aber erstmal. Ja, die Liga ist wirklich unglaublich eng beieinander und jeder kann jeden schlagen. Ich glaube, die Liga hat jetzt oft genug gezeigt, dass es keinen Gegner gibt, wo man mit 3 Punkten fest rechnen kann. Und von dem her müssen wir gegen Schwenning unser bestes Spiel zeigen, um da 3 Punkte zu holen. Aber ich denke, wir haben diese Saison auch oft genug gezeigt, dass wir gut spielen können. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall tun und dann da auch 3 Punkte holen. Auf dem Papier sind wir sicherlich Favorit, würde ich auch so sagen. Andererseits haben die auch einen guten Saisonstart gehabt, denke ich. Die haben eine kompakte Mannschaft. Die haben es auch unter der Woche in München sehr schwer gemacht. Und ja, auf jeden Fall unangenehm zu spielen. Aber unser Anspruch ist auf jeden Fall, 3 Punkte zu holen. Der Anspruch, 3 Punkte zu holen, ist anscheinend auswärts ja auch so, weil da wird regelmäßig gepunktet. In Wolfsburg schon schwierigere Gegner. Auf jeden Fall, gerade daheim sind die sehr stark. Da muss dann auch umso mehr noch eine konzentrierte Leistung gezeigt werden. Und ja, aber ich will jetzt erstmal über Freitag sprechen, weil es ist das erste Spiel und das ist jetzt das Wichtigere. Also gut, dann blenden wir halt den Sonntag komplett aus und schauen nur auf den Freitag. Was denkst du, wie es ausgeht? Ich denke, mit dem Sieg für uns, weil wir einfach gut gearbeitet haben die Woche. Sind gut drauf, gute Stimmung in der Mannschaft. Und mit den Fans im Rücken geht mit dem Sieg aus.